Kommentar in meinem Video zu diesem Spiel. Das ist ja der vierte Part. Ich hoffe, ich hätte nicht über den letzten Mal YouTube auf. Ich bin einfach ein bisschen chillt da als beim letzten Mal. Aber okay. Starten wir erstmal das Spiel. Wer kauft sich das? Keine Ahnung, aber manche tun's. Gehen wir vor. Und was er dagegen macht. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Hm, kriegt er noch so extremes viel Schaden? Ich provoziere ihn ein bisschen. Ich brauche mit diesem Trupp mal, wo man mit eingreifen kann. Und den anderen verteidige ich. Jetzt warte ich, bis er was will. Und da hat er auch was gesetzt. So, mehr setze ich, glaube ich, erstmal nicht zur Verteidigung. Wo ich es vielleicht setzen sollte. Aber ich glaube, die kriegen so, aber glaube ich, auch auf die Reihe. Ja. Nein. Noch den Hammermann. Nein. Nö. Er darf das nicht so sah an seinem Turm setzen, sonst mache ich das natürlich. Da mache ich mal hier einen besseren, härteren Angriff. Meine Truppen sind natürlich schwächer. So, ist das klar, wenn ich ein Skelett an mir habe, ist das irgendwie auch irgendwie klar, dass ich das verteidigen kann. Aber das weiß er ja nicht, wenn ich eine habe. Die Truppe macht sehr viel Schaden und ich will nicht von der sterben. Danke für deinen Turm. Ich auch noch seinen dritten, aber was ich jetzt nicht denke und auch glaube ich auch nicht denke. Ist jetzt extrem dumm, aber ich möchte gerne überlegen. Ja, ich glaube, das der Turm ist weg. Unnötig. Unnötig. Hilfe. Hilfe. Jetzt kann ich nur noch über ein Wunder hoffen. Ja! Ich hätte zwei Türme, hätte nur einen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.